Herzlich willkommen zum Gottesdienst am Karfreitag. In der Corona-Krise gibt es so viele schlechte Nachrichten. Heute habe ich eine richtig gute Nachricht. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und darum geht es an Karfreitag wieder ganz zentral. Gott liebt diese Welt. Gott liebt dich persönlich. Ich möchte diesen Vers aus Johannes 3 nochmal gemeinsam mit euch zu Hause sprechen, aber mit einem Unterschied. Anstelle der Welt setzen wir unseren eigenen Namen ein. Für mich würde das jetzt heißen, so sehr hat Gott Joachim Glöckler geliebt und du setzt zu Hause deinen Namen jetzt ein. Seid ihr bereit, das mit mir zu sprechen? So sehr hat Gott Joachim Glöckler geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Lasst mich beten. Vater im Himmel, danke, dass wir uns heute ganz besonders daran erinnern können, wie du deine Liebe dieser ganzen Welt gezeigt hast und dass wir das persönlich erfahren können, dass wir heute wissen, du hast dich für uns zu Tode geliebt. Danke für eine Liebe, die wir nicht begreifen können und die uns heute genauso gilt. Amen. Christine und ich werden gleich das Lied »Mutig komme ich vor den Thron« anstimmen und wir laden euch ein, zu Hause mitzusingen, ob ihr sitzt oder steht, tut es für unseren Herrn. Allein durch Gnade stehe ich hier, vor deinem Thron, mein Gott, bei dir. Der mich erlöst hat, lädt mich ein, ganz nah an seinem Herz zu sein. Durchbohrte Hände halten mich, ich darf bei dir sein ewiglich. Will mich mein Herz erneut verdammen, und Satan flößt mir Zweifel ein, hör ich die Stimme meines Herrn. Die Furcht muss fliehen, denn ich bin sein. O preis den Herrn, der für mich kämpft und meine Seele ewig schützt. Mutig kam ich vor den Thron, freigesprochen durch den Sohn. Dein Blut macht mich rein, denn du nennst mich ganz dein. In deinen Armen darf ich sein. Sieh doch, wie herrlich Jesus ist, den alle Schönheit übertrifft. Die Liebe in Person ist dir, gerecht und treu steht er zu mir. All unser Lob reicht niemals aus, ihn so zu ehren, wie es ihm gebührt. Mutig komm ich vor den Thron, freigesprochen durch den Sohn. Dein Blut macht mich rein, denn du nennst mich ganz dein. In deinen Armen darf ich sein. Das ist der Grund, warum wir feiern. Wir sind befreit, er trug das Urteil. O
preist den Herrn, preist den Herrn, er hat für meine Schuld bezahlt. Das ist der Grund, warum wir feiern. Wir sind befreit, er trug das Urteil. O preist den Herrn, preist den Herrn, er hat für meine Schuld bezahlt. Mutig komm ich vor den Thron, freigesprochen durch den Sohn. Dein Blut macht mich rein, denn du nennst mich ganz dein, in deinen Armen darf ich sein. Ich lese uns einen Bibeltext aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 5, die Verse 19 bis 21. Es geht um die Botschaft von der Versöhnung. Denn Gott war in Christus und versöhnte so die Welt mit sich selbst und rechnete den Menschen ihre Sünden nicht mehr an. Das ist die herrliche Botschaft der Versöhnung, die er uns anvertraut hat, damit wir sie anderen verkündigen. So sind wir Botschafter Christi und Gott gebraucht uns, um durch uns zu sprechen. Wir bitten inständig, so als würde Christus es persönlich tun. Lasst euch mit Gott versöhnen, denn Gott machte Christus, der nie gesündigt hat, zum Opfer für unsere Sünden, damit wir durch ihn vor Gott gerechtfertigt werden können. Denn Gott war in Christus und versöhnte so die Welt mit sich selbst und rechnete den Menschen ihre Sünden nicht mehr an. Paulus erklärt diesen Begriff Versöhnung mit folgenden Worten: Denn Gott machte Christus, der nie gesündigt hat, zum Opfer für unsere Sünden, damit wir durch ihn vor Gott gerechtfertigt werden können. Wir wären selbst nie in der Lage gewesen, Versöhnung durch eigene Anstrengung zu erreichen. Darum geht die Initiative immer von Gott aus. Er tut den entscheidenden Schritt selbst. Ein Beispiel, mit dem ich das erläutern möchte. Zwei Freunde gingen zusammen zur Schule und später auf die Universität. Danach trennten sich ihre Wege und sie verloren sich aus den Augen. Der eine wurde Richter, während der andere auf die schiefe Bahn geriet und ein Krimineller wurde. Eines Tages wurde der Kriminelle dem Richter vorgeführt. Er hatte ein Verbrechen begangen und war geständig. Der Richter erkannte seinen Jugendfreund wieder und stand nun vor einem Dilemma. Als Richter musste er Gerechtigkeit walten lassen. Er konnte den Mann nicht einfach laufen lassen. Andererseits stand hier sein Freund vor ihm, den er gern hatte und den er nicht bestrafen wollte. Schließlich verhängte er eine Geldstrafe, die der Tat angemessen war. Damit war der Gerechtigkeit Genüge getan. Anschließend verließ er seinen Platz, ging zu seinem Freund und stellte ihm einen Scheck aus in der gleichen Höhe der Strafe, die er verhängen musste. Somit bezahlte er die Strafe für ihn. Das war der Ausdruck seiner Liebe. Diese Geschichte ist eine Illustration dafür, was Gott für uns getan hat. In seiner Gerechtigkeit verurteilte er uns, weil wir schuldig sind. Doch dann kommt er aus Liebe in der Person seines Sohnes Jesus Christus zu uns Menschen und bezahlt die Strafe für uns. Auf diese Weise ist er sowohl gerecht, der Schuldige kommt nicht ohne Strafe davon, als auch, dass er gerecht macht, indem er die Strafe in der Person seines Sohnes auf sich selbst nimmt. So kann er uns freigeben. Er ist zugleich unser Richter und unser Retter. Nicht ein unschuldiger Dritter rettet uns, sondern Gott selbst. Es ist, als ob er uns diesen Scheck gibt und uns vor die Wahl stellt. Wollen wir, dass er die Strafe für uns bezahlt, oder wollen wir lieber die Strafe selbst auf uns nehmen?
Die Illustration, die ich hier angeführt habe, hinkt aus verschiedenen Gründen. Erstens, unsere Lage ist viel schlimmer. Uns droht nicht einfach eine Geldstrafe, sondern uns droht der Tod. Und zweitens ist unsere Beziehung zu Gott viel enger. Es handelt sich nicht einfach um zwei Freunde. Gott ist unser Vater im Himmel, der uns inniger liebt, als irgendein menschlicher Vater es hätte tun können. Und drittens war der Preis höher. Es kostet Gott kein Geld, sondern seinen einzigen Sohn, der die Kosten der Sünde trug. Das ist die herrliche Botschaft von der Versöhnung an Karfreitag. Der amerikanische Pastor John Wimber beschrieb, wie das Kreuz für ihn persönlich zur Realität wurde. Er berichtete, nachdem ich 3 Monate lang die Bibel studiert hatte, hätte ich eine Prüfung über das Kreuz ablegen können. Ich wusste, es gibt einen Gott, der sich in 3 Personen offenbart. Ich wusste, dass Jesus wahrer Gott und wahrer Mensch ist und dass er am Kreuz für die Sünden der Welt starb. Was ich aber nicht verstand, war, dass ich selbst ein Sünder bin. Ich hielt mich für einen guten Kerl. Natürlich wusste ich, dass ich ab und zu versagt habe, aber ich erkannte nicht, wie ernst meine Situation ist. Eines Abends sagte meine Frau Carol zu mir, ich denke, jetzt ist es an der Zeit, dass wir mal was Konkretes anfangen mit dem, was wir gelernt haben. Und zu meiner totalen Verblüffung kniete sie sich hin und betete zur Zimmerdecke, wie mir schien. Oh Gott, sagte sie, mir tun meine Sünden leid. Ich konnte es nicht fassen. Sie war ein besserer Mensch als ich und hielt sich für einen Sünder. Ich spürte, wie tief ihr Gebet ging und wie groß der Schmerz war. Es dauerte nicht lange, bis sie in Tränen ausbrach. Immer von neuem wiederholte sie dabei, meine Sünden tun mir leid. Wir waren zu 6. oder 7. im Zimmer und hatten alle unsere Augen geschlossen. Ich schaute mich um und es traf mich wie ein Schlag. Die haben alle das Gleiche gebetet. Ich fing an, Blut und Wasser zu schwitzen und dachte, ich müsse sterben. Der Schweiß lief mir in Strömen übers Gesicht, aber ich dachte, das mache ich nicht. Das ist zu dämlich. Ich bin ein guter Kerl. Dann dämmerte es mir. Carol betete nicht zur Decke. Sie betete zu einer Person, zu einem Gott, der sie hören konnte. Sie wusste, im Vergleich zu ihm war sie eine Sünderin und auf seine Vergebung angewiesen. Schlagartig ergab das Kreuz einen Sinn für mich. Plötzlich wusste ich etwas, was ich zuvor nicht gewusst hatte. Ich hatte Gott wehgetan. Er liebte mich und hatte aus dieser Liebe heraus Jesus gesandt. Ich hatte mich von dieser Liebe abgewandt. Mein ganzes Leben lang hatte ich einen Bogen darum gemacht. Ich war ein Sünder und brauchte dringend das Kreuz. Dann kniete auch ich auf dem Boden. Ich hatte dieses überwältigende Gefühl, dass ich mit jemandem redete, der mein ganzes Leben lang bei mir gewesen war, den ich aber nicht erkannt hatte. Wie Carol wollte ich dem lebendigen Gott sagen, dass ich ein Sünder bin. Das Einzige, aber was ich laut herausbrachte, war, oh Gott, oh Gott. Ich spürte, wie etwas Umwälzendes in mir stattfand. Jeder von uns hier kann seine eigene Geschichte dazu erzählen. Jedenfalls jeder von uns, der Jesus schon kennt. Und das ist sicher eine gute Übung an Karfreitag, sich zu erinnern, wie diese Umkehr und Versöhnung mit Gott im eigenen Leben geschehen ist. Und wenn das noch nicht geschehen ist, dann lade ich dich ein, zu ihm umzukehren, wie John Wimber und seine Frau Carol, mit einem einfachen Gebet. Wem wirst du davon erzählen? Nun lade ich euch ein zu unserem Abendmahl, zum allerersten Mal in unserer Geschichte online. Ihr zu Hause, ich hier, aber ich bin überzeugt, dass die Gegenwart unseres Herrn bei euch ist, im Wohnzimmer, in der Küche, wo immer ihr feiert und hier, wo ich es einsetze. Ich lese uns zunächst die Einsetzungsworte aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 22. Jesus nahm einen Becher mit Wein, sprach das Dankgebet und sagte,
nehmt diesen Becher und trinkt alle daraus. Ich sage euch, von jetzt an werde ich keinen Wein mehr trinken, bis Gottes Reich gekommen ist. Dann nahm er ein Brot. Er dankte Gott dafür und brach es in Stücke. Und gab es ihnen mit den Worten: Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Feiert dieses Mahl immer wieder und denkt daran, was ich für euch getan habe, so oft ihr dieses Brot esst. Ebenso nahm er nach dem Essen den Becher mit Wein, reichte ihn den Jüngern und sagte: Dieser Becher ist der neue Bund zwischen Gott und euch, der durch mein Blut besiegelt wird. Es wird zur Vergebung eurer Sünden vergossen. Ich bete. Vater im Himmel, wir danken dir für das Brot und für den Kelch und dass wir auch heute feiern dürfen, dass du deine Liebe gezeigt hast in Jesus am Kreuz. Danke für diesen höchsten Preis, den du bezahlt hast, dass wir dir so viel wert sind und dass wir uns erinnern dürfen, dass wir persönlich erlöst sind, versöhnt mit dir, dem Vater im Himmel. Danke, dass du unseren Glauben stärkst, wenn wir es jetzt feiern in den Wohnzimmern. Danke, dass du uns begegnest, uns aufbaust. Danke für deinen Schutz und Schirm, für deine Gegenwart in unserem Leben. Amen. Wir singen nun ein Lied und ich lade euch ein, zu Hause wieder mitzusingen. Kommt an den Tisch seiner Gnade. Kommt an den Tisch seiner Gnade, bereitet mit Brot und mit Wein. Ihr, die ihr hungert und dürstet, lasst euch auf sein Angebot ein. Folget der Einladung Jesu, ergreift die durchbohrte Hand. Esst von dem Brot der Erlösung, trinkt von dem Blute des Lammes. Kommt an den Tisch seiner Gnade, bereitet mit Brot und mit Wein. Ihr, die ihr hungert und dürstet, lasst euch auf sein Angebot ein. Folget der Einladung Jesu, ergreift die durchbohrte Hand, esst von dem Brot der Erlösung, trinkt von dem Blute des Lammes. Folget der Einladung Jesu, ergreift die durchbohrte Hand, esst von dem Brot der Erlösung, trinkt von dem Blute des Lammes. Nun wollen wir das Mahl tatsächlich miteinander feiern, ihr zu Hause und ich hier. Und ich habe heute Claudia bei mir, wir wollen es gemeinsam feiern und ich lade euch nun ein, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn vertraut. Der Leib Christi für dich gegeben. Musik.
das Blut Jesu Christi für dich vergossen. Nun lasst uns gemeinsam das Gebet unseres Herrn sprechen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich lade euch ein, nun mit uns noch einmal zu singen: Jesus Herr, ich denke an dein Opfer. Jesus Herr, ich denke an dein Opfer, du gabst dich ganz hin bis in den Tod. Du hast mich mit neuem Leben reich beschenkt und nun steh ich staunend vor dir. Nun steh ich staunend vor dir. Und wieder schau ich hin zum Kreuz, wo du für mich starbst, ergriffen von der Gnade und zerbrochen im Geist. Wieder dank ich dir, Herr, wieder geb ich mein Leben hin. Und nun bist du erhöht bis an den höchsten Ort, König der Himmel, dort werde ich knien. Wenn ich an die Gnade meiner Rettung denk, werd ich mit Lobpreis erfüllt, werd ich mit Lobpreis erfüllt. Und wieder schau ich hin zum Kreuz, wo du für mich starbst, ergriffen von der Gnade und zerbrochen im Geist. Wieder dank ich dir, Herr, wieder geb ich mein Leben hin. Danke für das Kreuz. Danke für das Kreuz, danke für das Kreuz, mein Freund. Danke für das Kreuz, danke für das Kreuz, danke für das Kreuz, mein Freund. Und wieder schau ich hin zum Kreuz, wo du für mich starbst, ergriffen von der Gnade und zerbrochen im Geist. Wieder dank ich dir, Herr, wieder geb ich mein Leben hin. Und wieder schau ich hin zum Kreuz, wo du für mich starbst, ergriffen von der Gnade und zerbrochen im Geist. Wieder dank ich dir, Herr, und wieder geb ich mein Leben hin. Bevor ich den Segen spreche, noch eine kleine Erinnerung. Schaut immer wieder in die Homepage, da gibt es so gut wie täglich neue Informationen, wo ihr euch schlau machen könnt und wo ihr gute Informationen bekommt.
Wer hat heute während dem Abendmahl oder nachher ein Bild gemacht? Es wäre schön, wenn ihr uns diese Bilder zur Verfügung stellt und sie an uns schickt. Und dann wollen wir am Sonntag eine Bildergalerie vom Karfreitag zeigen. Das wäre wunderschön. Ihr könnt euch kein Bild machen, was wir hier für einen Spaß haben während diesen Aufnahmen. Ich bin Tobi und Lydia sehr dankbar für ihre Regie und Bild und Ton. Herzlichen Dank. Und möchte euch nun, bevor ich den Segen spreche, einladen, am Ostersonntag wieder einzuschalten und den Gottesdienst mitzuerleben. Ihr werdet mit Sicherheit ganz viel Segen erfahren. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.